Es ist der 21.10.2022 und wir drehen das 161. Video von dieser Bänderrissfolge nach dem Unfall mit dreifachem Bänderriss. Und es sieht schon sehr gut aus. Das sehen wir jetzt schon Weilchen. Hier sind weiterhin noch die Einlagerung, die Wassereinlagerung im Gewebe. Ich hatte also eben den Thermostrumpf an, den ich dann über den Stiefel rüber geklappt habe, weil er mir sonst zu straff ist. Man sieht auch, wie das einschneidet, abschneidet im Grunde hier. Und hier die Naht, die ja, aufliegt, aber nicht jetzt als drückend. Ich empfinde das nicht als drückend, ist auch abgezeichnet. Der Knöchel, diese Seite hier, das sieht ja alles schon richtig gut aus. Und so, und der Knöchel, der braucht noch so seine Zeit. Wie fühlt sich das jetzt an? Also, ich kann damit ganz normal laufen jetzt. Die Treppe runter, na, das ist noch nicht so meins. Also, da schone ich das Ganze. Immer so runtertippeln, einen Schritt und den Fuß nach aufsetzen auf dieselbe Stufe und so. Ich bin da noch vorsichtig. Wenn ich jetzt so zur Ruhe komme, jetzt hier abends, wo ich dann den Fuß hochlege oder wenn ich ins Bett reingehe, ich zeige das auch hier von der Seite nochmal, das ist auch noch irgendwie so ein bisschen Farbe bei der ganzen Sache. Also nachts, da merke ich das. Wenn ich liege, dann lege ich den Fuß so hin. Und das ist also das Angenehmste. Es ist auch so ein leichtes Brennen im Fuß. Aber das alles ist auf niedrigem Niveau, das muss man auch sagen. Wenn ich nicht richtig viel Rücksicht nehme, dann ist das nachts stärker, so die Einschränkung, dass sich das nicht gut anfühlt. Ja, mehr gibt es da heute nicht zu sagen und auch nicht zu sehen. Wir gucken halt morgen wieder. Macht's gut, tschüss.